Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play War Underground Forces mit Christoph Losferatus. Und wenn jemand dieses Video als mein erstes Video sieht, dann denkt er, ich bin behindert. Ah, und er hätte auch recht damit. Richtig. So, wir fahren mal nicht, Leute. Ihr habt in den Kommentaren darum gebeten, dass ich mal was anderes fahren soll. Es kam ja schon ein paar Runden, wo ich dann nicht mehr Panther und Tiger gefahren bin, sondern Tiger 2 und Jagdpanther. Aber jetzt. Aber irgendwie will er keine Amis fahren. Weiß ich nicht. Halt die Fresse. Aber jetzt fahren wir hier. Ne? T3485, Su-85 und ja, das ist eigentlich schon alles. Falls Christoph demnächst mal einen 5-3er freischalten sollte, könnten wir auch noch auf KV-85 umschwenken. Das dauert leider noch ein bisschen, weil der nächste ist auch noch mal ein Fünfer und dann Macht kommt ja erst ein nichts. 5-3er. Ist ja kein Problem, die sind ja auch witzig, die Panzer. Gerade T3485 bin ich ja noch fast gar nicht gefahren und ich habe jetzt gerade die Ersatzteile freigeschaltet, was schon mal ein großes Improvement ist. Ja, habe ich bei meinem neuen M4 auch gerade. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich merke gerade, dass ich mein Mikro ein bisschen näher in den Mund nehmen muss, damit ich auch genauso laut bin wie du. Nimm das Mikro wieder aus dem Aber Mund. das schadet ja nicht. Dann packen wir es halt dahin und dann spreche ich halt ein bisschen direkt rein, ne? Nimm So. das Ding aus dem Mund. Warte. Ah, ist draußen. Ich habe wieder So. eine Ventilatorpalme gehabt. Von Be Quiet. Nein, nicht Captain. Böser Gegner, wo bist du? Oh, ho, ho, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Weil ich nur den Captain. Ja, Lol. sauber. Ey. Die Artie hat genau reingetroffen. Hauwitzerpenner. Genau auf meinem Ja, Munitionslager. also ich werde das hier nicht halten alleine, ne? Möchte ich mal kurz anmerken. Ja, ich habe mal wieder so einen epischen Treffer abbekommen. Ah, ich hab's gehört. Ich versuche noch mal. Wow, Gun Elevation von der 85er ist ja echt quasi gar nichts, ne? Das ist leider das größte Problem bei den Russen. Junge. Da liebe ich ja die Amis für. Reg mir Schnitt öfter hinten. So. Okay, egal, egal, egal. Ich bin jetzt geschossen, ich bin getötet worden, aber das war einfach zu stylisch gerade, das musste sein. Na, schön mit Eddies Akzent, reg mich Schnitt öfter hin und dann war er tot. So, was fahren wir jetzt? KV2, T457, ja komm, 57er. Tor Battle, halt, 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 halt. Habe ich keinen User Skin? Oh, das ist so frech. Dann nehmen wir die für Su-85. Nix hat er, nix. Dann nehmen wir die Su-85, weil die hat einen User Skin. Wenn ihr Skins haben wollt, guckt meiner Videobeschreibung nach. Da findet ihr bei Nomad Girls in Panzer Skins und bei Joker und Tiger Historical, Non-Historical und Semi-Historical. Der hier ist, glaube ich, von. Ich weiß nicht, von Joker oder von Tiger auf jeden Fall. Einer von den beiden. Oh Mann. Ja, sorry. Ich habe zu viele, um das zu wissen. In meinem Skin sind über 80 Skins. Da kann ich nicht bei jedem wissen, woher kommt. Na, Howitzer? Och, Manno. Ich wollte dich gerade penetrieren mit der 85 mm Ja, Kanone ja, von ja, meiner ich gehe gleich unter, ich 285. gehe gleich unter. Nice. Rausgeschafft. Ja, gleich gehe ich unter, gleich gehe ich unter. Es hat noch nicht einer geschafft, A zu cappen, ne? Alle Punkte, die wir verloren haben, Ja. sind durch tote Panzer. Yeah, ich bin ja richtig gut. Screw you! Was auch immer du bist, aber screw you. Ich bin tot. Na, Palme, läuft bei dir, ne? Oder rollt bei dir. Oh Mann, Opfer, ne? Ach ne, T4 hat andere Probleme. Vielleicht überlebe ich die 20 Sekunden noch. Ja, und dann dachte ich, der KV-2, no sir. Ja, so ein KV2 ist schon was Schönes. Ja, mit einer HE-Kugel. Schön in die Seite. Alter, der hat alles getroffen. Alle meine M. Weißt du, alle meine M-Rex werden schwarz, aber mein Motor explodiert. Ich erforsche gerade die Su-152, by the way. Der hier gerade platt geschossen, während ich auf A zu fahre Ja, und ich cappe. kann da nicht hinfahren. Ich muss hier links rüberfahren, weil da so viele Gegner stehen. Oh, wei, der 3485 wurde gerade Oh getötet. mein Gott, so ein Captured, Kannst du mich ja. gerne Killian nennen oder Ich kann mich auch Deathcam oder. nicht weiter bewegen. Aber schon fahr doch ein Stückchen. Reparieren. Mein Motor ist hinüber. Ja, ich gebe mal Gas. By the way, Hinter so mir. sieht echte Suspension aus, möchte ich mal kurz anmerken.
Ja, Christoph, heute ist Samstag, Quatsch, Freitag. Und in einer Woche Freitag. Ist heute? Ja, in einer Woche Freitag dürften wir ja irgendwie zusammen hier vor diesem PC sitzen. Mit Joker. Genau vor diesem PC, von dem ich jetzt gerade aufnehme. Oh Gott sei Dank, der KV1 vor mir ist schon mal kaputt. Ja, ich kann meinen Turm schon mal bewegen. Und meine Runde ist auch nicht so, muss ich mal sagen. Wenn ich mal die letzte Runde nehme, da irgendwie 6 Kills oder so. Ja, und dann kann ja auch nicht jede Runde so sein. Und die letzte haben wir auch verloren, ne? Das, da muss ich sogar viele Punkte haben, ja. Weil da kriegt man dann ja nicht viel raus. So, Engine repaired. Ne, du spielst aber auch wieder mehr Warfund als vor irgendwie einem Monat oder so, oder? Ja, Crew Knocked Out. Cool. Aber hey, wir haben A. Wir haben noch A. Ja, da kommen Bämsche. Auf mich oder auf dem Cap oder? Auf dem Cap. Das ist das ja, die sind auch beide auf mich geflogen. Sie haben mich nicht also getroffen. Mir hat sich angehört, irgendwie auf dem Cap. Sie haben mich nicht getroffen, aber trotzdem. Ja, Sherman, guck mich bloß nicht an. Ja, nö. Ja, nein, wir verlieren gerade A. Ja, ich weiß, aber ich. So, warte, jetzt blockiere ich auf jeden Fall schon mal den Cap. Er kann auf jeden Fall nicht mal für sich cappen jetzt. Aber da fehlt halt so viel, dass ich da nicht. Der sieht mich. Ich bin 57er, Kollege. Ich schlage deinen Reload, glaub es mir. Ey. Schloch. Oh, cool, von hinten. Oh Mann, das ist doch langweilig. Wie kann er denn von hinten meinen Driver töten? Oh fuck, lauter Bomben vor mir. Ja, ich bin tot. Ah, ich hab überlebt, die Bomben. Yes. Ja, die Runde war scheiße, Christoph, muss ich mal anmerken. Aber war überhaupt jemand außer uns im Cap? Ja, aber die waren recht schnell tot. Also jetzt ist er gerade nicht mal in der Nähe. Was soll ich denn da alleine machen, wenn ich von hinten von einem Howitzer-Sherman und von vorne von irgendeinem 76er-Sherman und einer, genau, dem SDKFZ, den das dich gerade beschießt, beballert werd? Weil ich irgendwie nicht ins Ziel reinbekomme. Ja, aber ess dich, Christoph. Das ist ja auch ein Flugabwehrgeschütz, deswegen fliegen die Kugeln auch höher. Weil das schießt Artillerie-Kugeln. Ja, natürlich. Ja. Wusstest du nicht? Nein. Aber gut, dass du es gerade erwähnst. Mhm, jetzt hast du es gelernt. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und ich, liebe Kinder, bin der Peter. Ach, Löwenzahn, das war noch Zeiten. Oh, da kommt ein Viewfighter und da ist sie weg. Lol, die Viewfighter wurde von einem eigenen Sherman abgeschossen. Sehr gut. Also die ist auf den Boden zugeflogen und ist dann kurz vorher gestorben. Aber trotzdem witzig. Und jetzt ist der Sherman abgeschossen worden. Guckt dir by the way gerade zu. Oh nein, das auch noch, ey. Super. Hättest du nicht einfach mal die Klappe halten können, vielleicht hätte ich dann überlebt. Das ist auch das. Ist das Rohr vorne so schwarz, weil Merz sich da mal draufsetzt? Ja. Das war doch das, oder? Du warst glaube ich von links. What the fuck? Das kam von rechts hinten. Weg hier. So, jetzt kann mich nicht mehr von hinten beballern. Guck mal, kaum rede ich vom Match, kriegst du was von hinten rein. Ja. Ich glaube auch, irgendwie Grüße komisch. Grüße an Fabian an dieser Stelle. Das war merkwürdig. Oh, da waren Bomben, ich hab's gehört. Ja, die sind genau neben dir. Fahr! Ja, und das war mit dem Fahren. Weil die sind unter. Ja, die Bomben sind untergegangen, alles safe. Ist auch ein Howitzer, ne? Ja. Das ist ein 76er. Das ist der aus dem Cap. Oh, irgendwas schießt noch auf sich. Ja, hier direkt vor mir einer. Ja, noch einer. T28, okay, Acer 90. Ja, es war aber Arti vom T28, die mich getroffen hat. Ah, passiert. Damit bin ich auch raus. Ja, dann lass mal Return to Hangar und noch eine Runde fahren. Hat auch noch. Ja, sicher. Ja, 9 Minuten reichen ja nicht für ein Let's Play, ne? Alles ab 12 und drüber für eine Runde. Boah, ist okay. Wie schön aber alles sitzt mit der Dingens hier, mit der Arti von mir. Sehr schön. Vielleicht krieg ich ja noch einen Kill hin. Hab ich echt keinen Skin für den? So ein Kacklu. Scheinbar nicht. Dann machen wir den mal richtig dreckig. Ja.
Wie ist unser Sonnenscans hab hier? Den da. Welchen ich richtig nice finde, ist der hier. Ist natürlich immer so Geschmackssache, aber. Hat der einen Skin? Der Kammer 2 hat auch keinen Skin. Oh Gott. Ich meine, in Deutschland habe ich irgendwie bei allen Skin und hier nicht. Christoph, machst du ready? Ajo, mach ich. Machst du ready, machst du go? Ich mach mal go. Direkt. Team go? Ja. Karelia Domination. Das ist aber noch Karelien, ey. Hatte ich schon voll lange nicht mehr die Karte. Warnung, hohe CPU-Auslastung. Ja. Naja gut, ich muss überlegen, ich nehme gerade mit 60 FPS Full HD auf. Und eigentlich, ich habe auch meinen Ressourcenmonitor auf dem Zeitmonitor und meine CPU langweilt sich gerade zu Tode. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und ja. Das wäre mit meiner alten CPU, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen. Im Werkszustand habe ich schon. Du weißt ja, ne? Im Westen starten, ne? Gut. Ja, ich habe hab random gestartet, aber... Na, ich meine, ich habe es natürlich ausgewählt. Ich dachte eh der Erste sein, der bei B ist, gehe ich mal stark von aus. Hier unten ist die Ecke, wo die immer dran zerschellt sind früher. Nein, nein. Nee, das war andere Seite. Auf der anderen Seite. War aber witzig. Vor allem so, bam, fliegt die dagegen, Panzer explodiert oder die halbe Crew stirbt. Ha. Sehr geil. Boah, sowas. Von da, das war noch Zeiten. Ja, fahren wir gleich nach B zu A, ne? Ja, würde ich so sagen, ne? Dann gebe ich mich mal in Position, um loszufahren. Das ist echt der Wasserkopf T34, ne? Christoph hat den M6, wir fahren beide so ultra hässliche Panzer. Ich finde den M6 super. Das ist geil, der Panzer. Aber guck mal, den T34 kannst du dir in Munster dann ja auch angucken. Aber die nur den T34-42 da haben. Aber es ist auch ganz cool, das Ding. Komm, rechts rum, rechts, 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 ja, rechts. Ja, 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 ja. Weniger reden, mehr fahren. Und ein Sherman haben die da auch. Ein 76er Sherman, glaube ich. Er sollte mal so Grillwürste mitnehmen, ja? Also mal anschmeißen. Wahrscheinlich kommt mein Dad sogar gar nicht mit nach Monster. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall Joker, ich und du. Aha. Und dann. Ja, wieder. Ein kleines Video werde ich wohl irgendwie machen, aber ich werde da nicht so viel aufnehmen. Es werden dann wohl eher Fotos sein, die ich zusammenschneide und ein bisschen drüber laber. Aha. Ja, weil das sonst stört sonst ein bisschen, wenn ich die ganze Zeit am Reden bin und filme und alles. Das auch noch. Ja. Ja, das Ganze ist schon nächste Woche, am Wochenende. Ja. Mr. Longhorn unterstrich, genau, Mr. unterstrich unterstrich Longhorn 15. Hey, und hä? Ich hab's mal geschafft, wie? Heute wir mein kriegen... Zimmer da zu buchen, wenigstens. Wir kriegen Arti ab. Ich war nicht mal im Captain, ich konnte nicht mal wissen, dass jemand ist. Ja, aber die schicken vorsichtshalber schon mal Arti rein. Mr. Fuchs, du nach rechts, ich guck nach links. Was? Dann guck ich halt da. Oh. Alter, ich fahr gleich mal ganz schnell geradeaus. Ja. Hier kam mir ein bisschen. Oh, gut, dass ich losgefahren. Fick dich. Na, hat die mich. Hat mich genau getroffen, genau mein Engine Deck. Na gut, wäre ich stehen geblieben, hätte sie meine Turmfront getroffen. Das wäre auch nicht besser gewesen. Ich wurde. Das zweite Mal, als ich kurz durch Arti gekillt wird. Hallo, was ist hier los? Mein Lack ist weg. Das kann ich so nicht gutheißen. Ihr fragt mich übrigens vielleicht, warum ich so wenig Munition einpacke. Das liegt, daran, das liegt daran, dass die Ammo. Nein, ich könnte ja 75 Schuss mitnehmen oder so und ich habe nur 37. Und das liegt. Nicht alles mit? Und das, weil die Ammo-Racks nicht voll sind, dann im Panzer. Und wir dann auch nicht so eine hohe Chance haben, geammo-racked zu werden. Das ist da ganz cool gemacht von Warfunder. Wenn in deinem Panzer 75 Slots sind und du nur 30 Kugeln mitnimmst, werden auch nur 30 von den Slots belegt, von den Ammo-Racks. Und der Rest zählt einfach nicht als Ammo-Rack. Weißt du, meine Amorek ist immer so schnell leer. Ich hab mit dem 36 aus der Luft. Ja, Fuel Tanks Explode. Sehr schön. Ich wurde jetzt auch gerade voll von dem Arti-Schuss getroffen. Das war auch derselbe, der mich getötet hat. Feed me, guys. Na, Christoph, du bist Erster, läuft bei dir. Ja, ich hab gerade einen KV-1 auseinandergenommen. Bei uns war es halt wahrscheinlich nur das Cappen, was uns viele Punkte gemacht hat.
Ja, das auch. So, auf geht es. Ganz ehrlich, scheiß auf C. Sollen die auf C behalten? C kann man dann abnehmen, wenn wir dein ganzes Team geraped haben. Ja, wollen wir Bomber kloppen? Finde ich gut. Ja. Sehr schön, oh. Die haben auch nichts. Der hat nicht mal Verteidigung. Und eine Wellington. Oh, wie geil. Hinter. Oh Mann, das tut mir voll leid. So, nehmen wir mal den Overdrive nehmen wir raus, weil sonst overshoote ich die aber richtig. So, brennt schon mal ein bisschen. Ja, und da ist er weg. Word. Supporting Fire. So, gehen wir nochmal hier im T-34-57, wenn ich den nicht treffe. Ach, scheiß auf, crash ich halt so. Hui. Ich hab ihn aber getroffen ein paar Mal und der hat zwei Crashs abbekommen gerade. Critically damaged by Wellington wurdest du. Aha. Ja. Das finde ich auch okay so, dass die Wellington mich erwischt hat. Und guck mal, das Geile ist, jetzt haben die. Weil nee, die müssen ja eigentlich jetzt Fighter-Spawns haben, oder nicht? Ja, haben sie auch. Scheiße. Aber ja. Jetzt haben wir keine mehr. Zumindest, egal. Zumindest ich nicht. Ich auch nicht. Macht nichts. Magst du weiterfahren, Panzer 3? Da kommt Arti runter, aber die kamen gerade runter, deswegen brauchst du da keine Angst haben. Oh, don't das be, ist KV-2. Don't be afraid. Alter, die kommt ja durchgehend Arti runter. Ja, die schießen schon die ganze Zeit der Arti drauf. Wie die Bescheuerten, ey. Weil die wissen, dass da oben irgendjemand sein muss. Ja, ist aber keiner. Ich bin jetzt ja gerade erst reingefahren und da kam die ganze Zeit Arti runter. Ja, ich sag ja, die schießt schon die ganze Zeit die Arti da drauf. Und ich bin da auch nur durchgefahren. Ich hab das ja nicht. Ich will da ja nicht campen. Ja! Cannon Breach kaputt. Gemacht vom KV-2. Hä? Und Critical Hit. Wo sind die Kugeln hingeflogen? Oh, hinter mir steht einer der A-Cap, das ist ja frech. Ach komm, scheiß auf, ich. Oh Gott, bei der Schlitte. Oh, das Feed Me Guys. Okay, es kann nicht wahr sein, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. Ich treffe deinen Gunner, Mama. Oh, cool. Irgendwas schießt meine Seite auf mich, dass ich nicht sehen kann. Schockt. Ja, du hast eh einen schnelleren Reload, also ich töte mich. Oh Mann, das ist. Ey, das ist scheiße, ohne Spaß. Also nicht, dass er mich jetzt getötet hat, aber das von links. Warum? Von wo wurde ich da beschossen? Ich habe keinen Gegner gesehen, gar nichts. Ich nehme es irgendwas schnell, dass ich keinen Bock auf den Tiff, auf den Suf 80. Und dann kann ich den hübschen Skin nochmal ausfahren. Ich brenne hier mal so vor mich hin. Wir verlegen gerade A, ne? Ist dir bewusst? Ja, es nützt nichts, ich brenne. Ich habe keinen Feuerlöscher. Cool. Doch nicht bei dem Panzer. Den forsche ich gerade. Okay, der KV-2 hat mir jetzt endgültig Stress gegeben. Okay, ja, gut. Vielleicht nicht sowas Besonderes von KV-2. Ja. Ich lasse ihn auch in Ruhe, weil ich habe eh keine Chancen zu töten. Außer ich hol zweimal Arti drauf. Ja, komm, Howitzer. Lol, ich bin durchgekommen. Oh, ich habe seinen Gunner getroffen. Oh, das kann nicht wahr sein, Enemy Alter. Kisses. Yeah. Junge, du warst. Wo bist du hin? Wo bist du hin? T-34. Ich werde sterben. Ja? Ja. Alles in mir ist down und ich. Boom! Ich mag den Howitzer. Oh, nächstes Ziel anvisieren. 10 Sekunden zum Reparieren. Ja, lol, ich überlebe das vielleicht sogar. Ich fahr mal A-Captain, ne? Ja, ich hab's überlebt. Nice. Ja, ich wende gerade um A zu kämpfen. Oh. Lad nach. Los. Oh yeah. Gunner und Loader getroffen. Und tschüss, da flog der Turm. Danke, du hast mir gerade den Arsch gerettet, Panzer 74A. Ja, manchmal ist es gar nicht mal so verkehrt. Ja, und jetzt wurde ich gerade angezündet. Von einem KV-85. Der, wenn er jetzt nochmal aufploppt, der mal schön Arti in die Fresse bekommen wird.
Ich hab da auch so ein bisschen was Arti da hinten. 40 Sekunden Reload, ja sicher, Alter. Repair. Ich hau mal ein C-Cap Arti rein, was die können, kann ich auch. Ja, mach mal. Alles klar, A ist uns. Ich rappe hier noch eine halbe Minute vor mich hin. Mach das. Wenn es dir Spaß macht. So. Ja. Wenn den Gegner bekommen, kann ich auch im Airbattle mitmachen, da hab ich noch 10 Sekunden. Ja, sicher, dann bin ich dabei. Haha, ist nicht, ich bin dabei. Ich hab aus Versehen noch 8 oder 9 gedrückt oder so. Und nicht 7. Das kommt davon, wenn die Tastatur so geil unter dem Tisch ist. Aber gut, fahren wir gleich nach oben. Denn ich bin jetzt wieder repaired. Und mein Motor klingt nicht so, wie er klingt. Sollte, Aircraft destroyed! T-Armwalk. Oh Gott, mein Motor ist kaputt, mein Transmission ist kaputt. Mein Motor blinkt noch, obwohl ich ihn repariert habe. Nice. Okay, die haben nicht mehr ganz so viele Panzer. Nee, nicht mehr ganz so viel. Ah, Christoph läuft bei dir, bist Erster. Also soll es doch sein. Kann ich jetzt echt ein C rein? Vor allem ist mein erster Panzer, oder? Fahr rein, ich komme jetzt auch rüber. Oh, Scheiße. Was denn? Fahr T-34, fahr! Gut, safe. Da stehen zwei Panzer, ich kann nicht in C reinfahren, da stehen zwei Panzer, die genau auf C aimen. Und einer guckt mich gerade überhaupt nicht an und shit. Tschüss. Ja, ich muss meinen Panzer reparieren. Während ich repariere, nochmal fliegen. So, dein Loader ist tot, Junge. Ich kann nur mit APCR schießen, das ist das Problem. Anders mache ich keinen Schaden bei dem Ding. Ground Unit destroyed, alles klar. Aber nur so, mit dem Captain macht Heavy Tank da. So, habe ich mal C gedecapped, ne? Oh, das sind 2-3 Heavy Tanks, das ist gut. Ich habe ja auch 2 Raketen, hey, damit sollte ich 2 Typen abschießen können. Alles auf eine Karte. Die Arti tötet mich nicht. Komm, du tötest mich nicht, Arti. Natürlich, ich treffe nicht einen einzigen, ey. Bitte, Arti, bitte. Ja, so ein Capture, jetzt kannst du mich auch, ist mir egal. So, auch vorhin nochmal einen reinhauen, falls er weiterfährt. Ah, jetzt bin ich getötet worden. Made in UdSSR, fährt Charmin. LOL, Alter, die Arti-Kugel ist auf meiner Kanone gelandet, also auf meiner Kanone, auf meiner Cannon Breach. Sehr gut. Egal, ich hab gecapped, ich hab 10 gecapped, ich hab noch einen mitgenommen mit dem Jagdpanzer 4. Was siehst du, ich bin jetzt gerade im Camp der Gegner. Ach guck mal, die Runde läuft doch schon mal ganz anders. Die Runde läuft doch schon mal ganz, ja, ganz anders. So wie es sich gehört, ne? Oh ja, und ihr habt eine schöne 25 Minuten Let's Play-Runde, könnt euch drauf freuen, ist doch auch was Angenehmes. Was ist KV2? Schwer zu schießen ohne Gunner, ne? Tut mir leid, dass manche. Das ist nicht so richtig geil. Das hat jemand bei meinem Let's Play geschrieben. Wo ich auf Dschungel stand, auf A, wo die drei Caps. Oh, sind, er konnte doch noch schießen. Auf dem Hügel. Und dann. LOL! Und dann kommt da so ein Porsche-Tiger hoch, guckt mich an. Und dann hast du wirklich gesehen, wie er so merkt: Oh, mein Gunner ist tot. Und dann rollt er wieder zurück. Oh, von einem 6A1 Crew ausgenockt. Ach, das war eine gute Runde. Das war mein letzter. Und das werden wir ja wohl gewinnen, also. Haben wir überhaupt Punkte verloren? Nein, haben wir nicht! Haben wir nicht! Sehr gut, sehr gut. Wir haben kein Ticket verloren, kein einziges. Das ist doch mal perfekt, ey. Was so geht ab, Alter? So muss das doch. Was geht ab? Wir haben immer noch 14.000, das passt. Was haben wir denn noch? Ein Panzer 3L haben wir noch. Oh, cool, ein Beute-KV1 haben wir auch noch. Ja, und das war's. Alter, was war das bitte? Nice! Ja! So macht man Spaß. So muss das. So macht man Spaß, Leute. Das, also das, boah, das ist für das, das ist voll die Humiliation für das andere Team, aber gut. Okay, aber heute hatte ich schon mal so ein Ding. Oh, neue Munition für den T-34, ne? Hier. Ja, ich hab noch gar nichts. Dafür hat's nicht gereicht.
Ich wollte euch einen Skin zeigen, habe ich gerade gesagt. Und das ist... Aber einmal hier, wer den noch nicht kennt, der ist mal richtig episch. Bester Tarn ever. Weißt du, der Panzer 4 von Tiger? Ach ja, ich habe den Ferdinand neuerdings. Das möchte ich auch nochmal festhalten. Aber ne, den Skin hier meine ich. Richtig nice. Das ist ein Skin, den ich irgendwie immer auf diesem Panzer drauf behalten werde. Genau wie... Falscher Panzer. Sorry, dass ich dich gerade aufhalte, Christoph. Das macht gar nichts. Das macht einen gar nichts. Ich mach gerade hier meine Crew. Genau wie der hier. Tiger Lily, einfach so. Also Tiger Lily und der vierte Normandie, also Panzer 4 Normandie Division da, die können aber alles. Gut, genug euch belästigt mit, was das Skin sich so benutze. Deshalb wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag.